Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Nevermind. Ja, mir ist da was passiert. Ich habe mich schon gespoilert. Nee, Quatsch. Also ich habe gerade schon mal versucht aufzunehmen, habe ungefähr 20 Minuten lang in das Mikrofon gelabert und bin hier rumgelaufen und dann ist mir aufgefallen, hey, Fraps hat die Aufnahme nicht gestartet. Also starten wir jetzt nochmal hier. Ich erzähle euch ganz kurz, was ich eben gerade gemacht habe, einfach nur, dass ihr Bescheid wisst und so. Es sind nämlich ein paar interessante Dinge passiert. Ich habe mich spontan dafür entschieden, dass wir hier in Precasia gehen, oder Precasia, oder wie ihr es aussprechen wollt. Denn ich habe mal ganz kurz so einen ganz kleinen Blick ins Wiki geworfen und es hieß, dass hier in Precasia, das ist eine prähistorische, so, ist ja nicht unbedingt das gleiche, dass das eine prähistorische Welt ist. Und das hat sich ganz interessant angehört. Und was ich auch gesehen habe, dieses Skeletal Sword, was wir hier haben, das haben wir uns ja schon mal angeguckt, ne? Das hat 31 Attack Damage. Unser Schwert jetzt, voll aufgetuned, sage ich mal, also voll verzaubert, hat 30,25 Attack Damage. Bedeutet, was ziemlich geil wäre, wäre dieses Skeletal Sword zu kriegen. Ich habe mal geguckt, nochmal nach dem Skeletal Sword. Dieses Schwert ist scheinbar das zweitstärkste in Nevermind. Es gibt noch eins, was mehr Schaden macht. Aber wenn man das benutzen will, dann boost man für jede Benutzung ungefähr, also nicht ungefähr, sondern ich glaube ein halbes Herz oder ein Herz. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ein halbes Herz Schaden ein. Und deswegen macht das, dieses Skeletal Sword, für mich zu dem besten Schwert in Nevermind. Außer wenn halt dieses halbe Herz Schaden von dem anderen Schwert irgendwie durch Rüstung wegzumachen wäre oder so. Ja. So viel erstmal dazu. Was ich ganz cool fand, eine Information, die ich auch auf der Seite gefunden habe, war, dass dieses Skeletal Sword von einem Boss gedroppt wird, der in genau dieser Dimension spawnt. Bedeutet, wir rennen jetzt in Precasia oder wie ihr es nennen wollt. Und dann werden wir da den Boss töten. Kleines Problem nur, wir sind Level... Oh, wir haben kein Problem. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht hoch genug das Hunter-Level, aber ich glaube, 46 sollte reichen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss nochmal gucken, wie stark der Boss genau war. Kann ich euch gerade nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall hatte ich vor, dann da in das Portal zu gehen, also in die Dimension zu gehen. Ihr seht, ich habe schon ganz viel Zeug dabei. Ich habe das Portal nämlich schon gesetzt. Da gehen wir gleich hin. Eine andere Sache war noch nebenbei. Und zwar hat mir jemand einen Kommentar geschrieben. So, ich lese den mal ganz kurz vor. Und zwar hat der Faulerex oder so geschrieben, du kannst die Banner zusammen craften zu Goldbannern und so weiter. So im 3x3 Feld in der Werkbank. Und das habe ich, vielen Dank für diesen Kommentar, by the way. Und das habe ich natürlich eben gerade, als ich einfach nur sinnlos in mein Mikrofon gelauert habe, auch schon gemacht. Und deswegen haben wir jetzt hier, nur um euch das mal zu zeigen, Fragmentbanner. Weil wir ja, ne, die Kiste hier ist ein bisschen leerer geworden, geil, oder? Weil wir ja so viele Fragmentbanner hatten, haben wir jetzt hier Fragmentbanner. Wir haben hier Gilded Fragmentbanner, das ist die zweite Stufe davon. Dann haben wir hier Bejeweled Fragmentbanner. Und aus denen kann man sich dann Encrusted Fragmentbanner machen. So, nur mal um euch ganz kurz zu zeigen, wie man die craftet. So mit 3x3 Fragment Banner bekommt man halt dieses Guild Fragment Banner. Mit 3x3 Guild Fragment Banner bekommt man Bejeweled Fragment Banner. Und mit 3x3 Bejeweled Fragment Banner bekommt man Encrusted Fragment Banner. So. So viel dazu. Das bedeutet, wir haben jetzt ganz viele neue Möglichkeiten, unsere komische Wand dazu zu tapezieren. Ich hänge die nur mal kurz hier auf, damit ihr die seht. Also das ist das normale Banner. Nur damit ihr da kurz einen Eindruck von kriegt. Dann haben wir hier das Gilded, also das vergoldete Fragment Banner. Hier haben wir das Bejeweled Fragment Banner. Wobei ich sagen muss, dass mir hier bis dato tatsächlich dieses goldene Fragment Banner besser gefällt als dieses komische geschmückte hier, sage ich mal.
das Ding ist, das ist mir irgendwie zu bunt. So, ich will halt, hier, da ist perfekt so, du hast halt die Farben der Dimension so ein bisschen wiedergegeben. Das Banner ist was Besonderes. So, hier wird das Banner nochmal hervorgehoben, sage ich mal, dadurch, dass dieser Rand, der vorher schwarz ist, einfach in Gold gefärbt wird. Ist auch ziemlich geil, meiner Meinung nach. Vor allem, weil halt die ursprünglichen Farben von dem Banner erhalten bleiben und die halt einfach nochmal mit einem Rahmen sozusagen unterstrichen werden. Ich weiß gar nicht, ich guck mal kurz, warte kurz. Ich guck mal ganz kurz, wie das hier bei den anderen Bannern ist, ob die auch. Ich glaube, die haben nämlich beispielsweise hier. Ja, ich glaube, die haben auch alle so einen grauen Rand. Kann das? Ich glaube, die haben alle einen grauen Rand. Bedeutet, der graue Rand würde dann einfach Gold werden. So. Und dann kommen wir hier zu dem. Das Ding ist, dass diese Farbe, die hier außenrum ist, die ist nicht mal Gold, sondern so ein komisches Matsch. Keine Ahnung, so ein Babykackbraun oder sowas. Was weiß ich, sowas wie hier oben halt. Hier oben bei diesem, wo das Goldene festgemacht ist. Da. Die Farbe ist mir eigentlich egal. Mir kommt es halt auf die Farbe des Banners an. Aber hier hast du halt um das komplette Banner rum diese Farbe. Und du hast so ganz viele andere Farben, die halt irgendwie überhaupt nicht zu dem Banner passen. Und das stört mich mega. Also das Banner werden wir uns auf jeden Fall nicht craften, wenn wir die Chance haben, das nächsthöhere Banner zu craften. Das sieht nämlich so aus. Und das sieht meiner Meinung nach wieder relativ gut aus. Also mich stört ein kleines bisschen, dass hier diese Striche in der Mitte sind. Aber ich finde es geil, dass das Banner nicht diese Standardform hat, sondern unten rechts und links nochmal solche Zipfel dran hat. Das finde ich sehr cool. Und dass das halt jetzt diese Abstufung gibt. Quasi du hast erst Eisen, sage ich mal. Dieses Graue, das ist halt kein verarbeitetes Eisen oder so, sondern es ist das rohes Eisen. Deswegen ist das halt, ist egal. Dann kannst du das halt aufwerten zu Gold. Und dann kannst du das aufwerten zu Diamant. So, das wäre halt so meine Idee dahinter. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und wenn wir die Chance dazu haben, werden wir auf jeden Fall die einzelnen Banner zu so besonderen Bannern weiterverkraften. Deswegen auf jeden Fall danke für diesen Tipp. Auch wenn ich das jetzt schon zum zweiten Mal gezeigt habe. Aber beim ersten Mal habt ihr es ja nicht gesehen. Ach, und jetzt kann ich auch direkt mein Inventar ausräumen. Ha, ist das nicht praktisch. Wir lassen mal ein bisschen Dreck drin. So, einen Stack lassen wir mal drin. Zack. Und dann gehen wir nämlich jetzt direkt in die Dimension. Wie gesagt, dieses Precasia oder so, oder wie die heißt. Das ist so eine prähistorische Welt. Deswegen bin ich mal gespannt, was es da gibt. Aber da wird es auf jeden Fall diesen Boss geben, der uns da Skeletor droppt. Und das fände ich auf jeden Fall sehr geil, wenn wir das bekommen würden. Das habe ich ja, glaube ich, als wir uns mal Schwerter angeguckt haben, habe ich das ja schon mal gesagt, dass ich das sehr gerne hätte. Aber jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Und was mir auch noch so eingefallen ist, als ich hier so durch die Gegend gelaufen bin, es ist schon wieder Nacht, ey. Das ist unglaublich. Warum ist denn eigentlich immer Nacht? Ich bin hier so lang gelaufen und dann ist mir so eingefallen, ja eigentlich, wir haben zwar da diese Wand, aber wir haben so viele Banner, wir könnten ja anstatt nur diese Wand dazu machen, zusätzlich die Leute töten und hier an jedes Portal so ein Banner dranhängen. Oder vielleicht hier dran, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall hätte ich Lust an sich, die Banner auch sinnvoll zu nutzen. Weil dann wüssten wir nämlich so, dann hätten wir nämlich so farbliche Zuordnung, sage ich mal, zu den Portalen und alles. Müssen wir halt nur nochmal im Wiki gucken, welches Banner jetzt zu welchem Portal gehört. Das weiß ich leider noch nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt schon mal das Portal einfach so aufgestellt. Ne? Ich habe schon mal vorgearbeitet, ganz freiwillig und so. Ich habe es dieses Mal hingekriegt, ohne zu verkacken. Also ich habe das Portal gleich beim ersten Mal perfekt gesetzt, ohne mich zu verzählen oder sonstiges. Da war Eisen. Aber juckt mich nicht. Sondern das Portal, das sitzt an Ort und Stelle. Und das geht auch nicht mehr weg. So, und jetzt gehen wir direkt mal in die Dimension. Ihr habt jetzt leider den Sound nicht gehört, aber ja, passt schon. Auf jeden Fall brauchen wir kein Gamma Bright. Das ist schon mal sehr cool. So, was haben wir denn hier? Precasia Stone. Okay, hier unten könnten wir Gamma Bright gebrauchen. Gehen wir direkt in eine Höhle? Nee, oder? Warte, ich gucke nochmal, wie tief es hier reingeht. Okay. War mir nämlich schon klar, dass die hier direkt fertig ist. Aber ich höre Wasser oder so. Ach nee, das sind hier Monster. Oha. Hilfe. Ah, lol. Schnecki. Das kommt mir irgendwie aus einem anderen Modpack bekannt vor. Warte mal kurz. Wenn wir jetzt hier reingehen, kriegen wir Schaden. Ja, ne? Ha! Geil.
Kommt mir voll aus einem anderen Modpack vor. Irgendwo gab es auch so Schnecken. Okay. Ich habe gehört, dass die Dimension hier eigentlich leicht sein soll, aber irgendwie sieht mir doch relativ schwer aus, so für den Anfang. Also es kommen auf jeden Fall viele Viecher. So viel kann man schon mal sagen. Mal gucken, was passiert, wenn wir die nicht angreifen. So, gucken wir, die hängen sich hier in ihren eigenen Bäumen auf. Lassen wir die einfach mal in Ruhe. Okay, hier kann ich leider nicht hoch. Hör mal auf. Ich renne hier einfach mal irgendwo. Warte kurz, ich sollte vielleicht wieder das Portal... Okay, die Tiger sind echt nicht so die Schlausten. Ich mache hier kurz einen Wegpunkt. Portal. Und dann rennen wir nämlich einfach nach Norden. Bitteschön. Ab dafür. Was ist das? Ein Elefant. Ah, geil. Megatherium. Okay. Krasser Scheiß. Droppen die denn irgendwas Cooles? Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier schon wieder? Ein Bloodbanner und ein Energy. Ach, das sind schon wieder Sachen. Zum Glück habe ich mir direkt eben gerade zwei Backpacks eingepackt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier. Da hinten, wie so die Tiere in der Luft stehen und so. Gefällt mir. Warte kurz, was war das? Ach, das ist wieder so ein komisches. Das sah so aus wie, die Viecher sehen irgendwie so von der Seite aus wie so ein Nasenbär oder sowas. Dachte ich gerade so von Weitem. Also so ein komischer, so ein stehender Nasenbär, so. Keine Ahnung. Es gibt doch Zentauren und so ein Scheiß. Vielleicht ist das ja ein Nasenbär mit einem Körper von einem Pferd oder so. Oder von einem Elch. Ist das ein... Nee, ist es nicht. Okay. Der hat so süß geguckt. Ich dachte, das wäre ein Babytiger oder so. Aber okay. Ich bin auf jeden Fall gerade ein bisschen schockiert. Also hier stehen auf jeden Fall viele Viecher rum. Lol. Hier wächst einfach ein Baum. Guck mal, da oben kommt der Baum raus. Der fängt hier unten an. Ist auf jeden Fall sehr geil. Oh nein, wir hätten... Okay, wir gehen nochmal zurück und holen uns Essen. Fuck. Okay, und wir machen den Wegpunkt mal ein bisschen auffälliger. Warte mal kurz. Ich mache den mal kurz rosa. Edit. Und übrigens fragt mich nicht, warum rosa. Ich bin gerade einfach so drauf gekommen. Wo haben wir denn hier mal ein gescheites rosa? Warte mal. Ich krieg's nicht mal. Nee, das ist mir zu... Nee. Nee, ich will so ein richtiges Pink. Okay, so ist es in Ordnung. Dann. Warte kurz, was ist das? Wie haben wir das denn gerade nicht gesehen? Warte mal. Beziehungsweise eher gefragt, wie habe ich denn das nicht gesehen? Ihr habt das wahrscheinlich schon, bevor ich ins Portal reingegangen bin, gesehen oder so. Ach, guck mal, da hinten ist einfach... Alles klar. Okay, wir holen das Essen und dann gehen wir direkt nach da in diese Pyramide rein. Das, immer diese Monster, die hier rumschweben. Gar nicht mal so cool. So langsam wird es hier aber echt ein bisschen... Ich meine, guck mal, wir haben hier angefangen. Wir haben hier den Weg gemacht. Und jetzt müssen wir einfach schon so weit laufen, um die ganzen Portale abzuklappern. Ist mir irgendwie zu weit. Eigentlich wäre es sinnvoll, eine zweite Reihe anzufangen. Nur das Ding ist, zwischen den Portalen ist mir zu wenig Platz. Da müssen wir alles umbauen. Das wäre ein bisschen stressig. Ich glaube nicht, dass ich die Idee so cool fände. Ja, hör doch auf, hier rumzuhupen. Ich laufe doch nie lang. Meine Güte, ey. Okay, alles klar. Wie auch immer. Ach ja, genau, Essen. Ich bin gerade irgendwie... Mir ist gerade kurz entfallen, warum wir hier hingelaufen sind. So, da haben wir wieder Essen. Warte, wir nehmen uns am besten noch mal ein bisschen mehr mit. Okay. Gut. Ich will doch einfach nur... So, bitte danke. Okay, ich räume einfach nochmal das Inventar aus. Ist das anstrengend hier, Alter. So, die Banner. Wie gesagt, da müssen wir mal gucken, welche Banner wir zusammen craften können. Und dann gucken wir mal, wie wir die hinhängen. Oder am besten gucken wir erst, wie wir die hinhängen wollen und dann gucken wir, ob wir die zusammen craften können. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Was ist das hier? Ivory! Kennt ihr Ivory? Aus, also den Typ Ivory aus einem Film. How High hieß der. Sehr lustiger Film. Kann ich nur empfehlen.
Da gehen so zwei, Moment, um politisch korrekt zu sein, darf ich jetzt ja nicht zwei Schwarze sagen, sondern da gehen zwei maximal Pigmentierte, machen so einen Uni-Eignungstest. Und der eine, der kennt sich halt relativ gut mit Pflanzen aus, so. Und ihr wisst, in welche Richtung das führt. Ich will nicht spoilern. Guckt euch den Film einfach an. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Zumindest, wenn man solche Filme gut findet. Aber der ist auf jeden Fall sehr lustig. Okay, wie auch immer. Wir gehen jetzt direkt... Ey, lass mich in Ruhe. Warte kurz, wo war das? Da, ne? Richtig. Im Süden. Ich ignoriere die einfach komplett. Machen wir es so. Ignorieren ist, glaube ich, eine sehr gute Alternative. Was haben wir denn hier? Das ist ein Tempel oder so. Also eine Pyramide. Aber wie heißt die? Kaiju-Tempel. Okay. Kaiju-Tempel-Pattern. Warum denn Pattern? Warum heißen die Pattern? Ah, guck mal. Hier gibt es sogar eine Treppe. Endlich haben wir mal eine Pyramide mit einer scheiß Treppe gefunden. Dankeschön.